Zwei Apfelsinen im Haar und an der Hüfte Band. Nein, lassen wir das. Es geht um seriöse Heißgetränke im Winter. Heute wollen wir uns nicht betrinken. Wir kochen heute für die Kinder. Klappe und Action! Oh, ist das lecker. Wer sich auf unserem Kanal umschaut, wird sehen, wir haben schon sehr viel Spaß beim Glühweinkochen gehabt und noch mehr Spaß beim Eierpunsch. Mm. Junge, Junge, das war ein hartes Rezept. Und heute wollen wir euch mal etwas sehr Schönes zeigen. Wir machen heute für alle die, die kein Alkohol möchten und für unsere Kiddies Schlittschuhwasser. Ein super Getränk, super schnell, wenige Zutaten. Für geschätzte 2 Liter Schlittschuhwasser brauchen wir 4 Orangen, eine Zitrone. Dann haben wir ein bisschen Stangenzimt, 2 Sternanis und wir haben Hagebuttentee. Und zwar 6 Beutel für 1 Liter heißes Wasser. Und zum Süßen nehmen wir nun mal keinen Zucker. Zucker geht natürlich auch. Wir benutzen Ahornsirup. Macht das Ganze noch so ein bisschen feiner. Auf geht's, wir kochen Tee. So, das Wasser fängt an zu sieden. Da geben wir natürlich gleich unseren Tee hinein und lassen den wie gewohnt 6 bis 8 Minuten ausziehen. Da kommt jetzt auch unser Sternanis gleich dazu und unsere Stange Zimt. Ich süße das Ganze auch schon mal mit einem kräftigen Schluck von unserem Ahornsirup. Denn wir wissen noch nicht, was die Orangen bringen. Wir schmecken nachher nochmal ab. Das lassen wir 8 Minuten köcheln und in der Zwischenzeit drücken wir die Früchte aus. Na Carmen, was sagst du zu meiner Orangenauswahl? Die sehen wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Ich finde auch. Und daraus machen wir jetzt unseren Saft. Schönes Spielzeug, ne Carmen? Ja, schöne Maschine. Ne? Schöne Maschine. Und guck mal, wenn du das mit der Hand machen willst, dann hast du aber echt zu tun, ne? Ja. So, noch ein bisschen Zitrone. Also von unserer Maschine bin ich echt begeistert, muss ich wirklich sagen. Die machen einen guten Job. So, und auch den letzten Rest Saft hier. Wer mag, kann natürlich das Fruchtfleisch drin lassen. Aber es hat sich herauskristallisiert, jedenfalls bei unseren Kindern, dass sobald in diesem Schlittschuhwasser irgendwas rumschwimmt, wie zum Beispiel Fruchtfleisch oder, wenn man es gut meint, man gibt dann noch ein bisschen Zeste mit hinein. Versucht es gar nicht erst. Kommt bei den kleinen Gummis nicht so gut an. So, schau mal hier. Das ist doch mal ein feiner Früchtetee, oder? Hagebutte. Und da geben wir jetzt unsere Orange und Zitrone einfach drauf. Und fast fertig ist unser Schlittschuhwasser. Jetzt brauchen wir das Ganze nur noch wieder erwärmen. So, und unser Schlittschuhwasser geben wir jetzt durch ein feines Sieb. Weil ich hatte es ja schon erwähnt, unsere kleinen Gourmets, die finden da drin jeden Krümel, der da rumschwimmt. Und das kommt nicht so gut an. So, schaut mal hier, das ist hier von unserem Orangensaft. Und jetzt haben wir schon so gut wie alles fertig. Es ist ja heiß. Schauen wir uns nochmal die Farbe an. Sieht doch lecker aus, oder? Sieht richtig gut aus. Und nochmal ein kleiner Hinweis zu unserem Stangenzimt. Den könnt ihr trocknen, also einmal abspülen, trocknen und den könnt ihr bestimmt nochmal für 2 Speisen benutzen. Schlittschuhwasser. Schnell probieren. Prost, Kameraden. Wir stellen uns vor, wir haben eine Nachtwanderung durch den Tannenwald gemacht. Reicht vollkommen mit der Süße, weil tatsächlich war der Orangensaft schön süß. Eine echte Alternative zum Glühwein. Und liebe Kinder, mal eben die Finger in die Ohren stecken. Für die Erwachsenen hier ein kleiner Schuss Calvados rein. Wem das gefällt, der möge uns bitte einen Daumen nach oben Wem das gefällt, der möge uns bitte einen Daumen nach oben geben, abonniert den Kanal und schaut bei Instagram hinein. Eins solltet ihr nie vergessen. Wir haben euch
So ist es nämlich. Viel Spaß beim Nachkochen.